Und der alte Spruch, weil du arm bist, musst du früher sterben, den habe ich jetzt umgemünzt. Das heißt jetzt, weil du unterbelichtet bist, musst du früher sterben. Ja? Wer also nicht in die Sonne geht, hat ein Problem, denn wir brauchen es. Ja? Es gibt immer noch Menschen, auch die Ernährungsgesellschaften sagen, man kann ja Vitamin D essen, ist ja ein Vitamin, kann es essen. Nein, Sie können es nicht essen. Schauen Sie mal, wenn Sie Fisch essen, ja, Wildlachs, da haben Sie 100 Gramm wirklich 1000 Einheiten, das geht. Wenn Sie 400 Gramm davon essen, haben Sie die 4000 Einheiten, die Sie brauchen. Essen Sie normalen Kabeljau, brauchen Sie schon ein Kilogramm davon. Wissen Sie, was das heißt? Morgens Kabeljau, mittags Kabeljau, abends Kabeljau. Das halten Sie nicht lange durch. Ja? Ja, aber dann gibt es ja noch den Käse und so Sachen. Ja gut, schauen wir uns mal an. 2,5 Kilogramm Käse, 50 Eier, 2 Kilogramm. Also es macht keinen Sinn. Wir machen Vitamin D selber in unserer Haut. Klammer auf, wenn wir dann rausgehen und die Sonne scheint und wir genügend Sonne zeigen. Wenn wir nur die Pfötchen reinhalten ins Gesicht, das sind 5%, dann machen wir auch noch 5% des Vitamin Ds. Das heißt also, wir schaffen es nicht. Die Einzigen, die es schaffen, sind wirklich die Bademeister in der guten Saison. Die haben am Sommerende haben die einen guten Vitamin-D-Spiegel. Und das ist gemessen worden. Das sind deutsche Daten, die 2015 publiziert worden sind. Und Sie sehen hier die Grenze. Man sollte also mindestens diese 75 Nanomol haben. Und alles, was Sie hier sehen, sind Menschen in Deutschland, die im Defizit sind. Und nur die paar hier sind normal, und zwar 12%. Immer und immer wieder 10-20% maximal normal. In all diesen Dingen. Warum? Weil die ganze Gesellschaft sich falsch verhält. Es ist nicht die Schnapsidee von einzelnen Leuten, sondern es ist die gesamte Gesellschaft, die sich entsprechend falsch verhält. Also auch hier Sabotage. Das ursprüngliche System funktioniert hervorragend. Ja, wir sind in Afrika entstanden, sind auch alle braun gewesen damals. Ja, und da hat keiner gesagt, Achtung, du kriegst Krebs. Das macht Vitamin D alles, das kann ich Ihnen gar nicht alles vorlesen, sonst werde ich heute nicht fertig. Ich zeige Ihnen noch ein paar besondere Sachen, nämlich hier. Vitamin D von der Wiege bis zur Bahre, das geht bei den Kleinkindern los, die bei uns Gott sei Dank gegen die Rachitis Vitamin D bekommen. Aber dann wird das abgesetzt und alle anderen, die Kinder, die Frauen, die Alten, alle haben zu wenig Vitamin D. Und hier sehen Sie wieder den Uterus in der Schwangerschaft und hier passiert genau das, was ich Ihnen eben gesagt habe. Vitamin D schraubt epigenetisch an Ihrer DNA herum, unter anderem steuert es das Immunsystem. Wenn also eine Mutter zu wenig Vitamin D hat, hat das Kind Probleme mit seinem Immunsystem. Es kommt schon fehlgesteuert, allergisch auf die Welt. Das sind die Kinder, die Milchschorf bekommen, das sind die Kinder, die Asthma bekommen und so weiter und so fort. Warum? Weil die Mutter in der Schwangerschaft zu wenig Vitamin D hatte. Ja. Nächstes Thema, Potenzialentfaltung, Ernährung. Wir essen nicht, um uns etwas Gutes über die Zunge gehen zu lassen, sondern wir essen, um diesen Superorganismus entsprechend mit Nährstoffen zu versorgen. Das haben wir komplett vergessen. Ja. Also, Obst- und Gemüseverzehr in den USA, Leitlinien haben die erlassen. 5 Portionen, ähnlich wie bei uns. Was kam raus? 12% der Bevölkerung. USA, wie in Deutschland, 12%. Denn wir haben die deutschen Daten 2013 publiziert, 11%. Also egal, ob Sie jetzt nach Vitamin D schauen, nach Bewegung schauen oder sonst was, immer ist die Mehrheit der Bevölkerung auf der dunklen Seite. Ja, warum? Unsere Gesellschaft hat sich falsch entwickelt. Also Sabotage auch hier. Und auch hier Obst und Gemüse, epigenetische Diät steht hier oben. Da sind Sie verschiedene Abbildungen davon. Hier ist drunter kaum zu lesen, was da alles passiert. Und da unten steht dann entsprechend Demenz oder Krebs oder sonst was, wenn das fehlläuft. Das heißt, wir produzieren mit dem falschen Essen wieder eine Fehlsteuerung unserer Gene und dann entsteht daraufhin, nicht weil wir einen primären Genschaden haben, sondern weil die Epigenetik nicht funktioniert, weil wir nicht die richtigen Substanzen essen. Deswegen entwickeln wir unter anderem diese Erkrankungen. Ja? Sieht toll aus, ne? Schmeckt ja auch super, aber macht Herzinfarkt, Diabetes, Krebs und Demenz. Ja? Wenn man das einpacken würde, ja, und dann müsste man ein Etikett draufkleben, dann müsste das Etikett würde dann so aussehen, der Verzehr ist auf Dauer mit dem Leben nicht vereinbar. Ja. Es ist ein Riesenproblem. Was noch dazu kommt, was wir heute wissen, dass in unserem Darm viele, viele Gäste leben. Bakterien, die wir immer bekämpft haben.
Wir sind Symbionten. Wir müssen mit diesen Bakterien zusammenleben, weil diese Bakterien es möglich machen, dass unsere Nahrung wirklich verdaut wird. Ein hochkomplizierter Prozess in unserem Darm, der auf unser Immunsystem, was auch im Darm lokalisiert ist, Einfluss hat und von dort Signale gibt an unser Gehirn. Das heißt, wenn Sie eine gestörte Verdauung haben, funktioniert Ihre Birne oben nicht mehr. Unvorstellbar, was dort alles zusammenhängt. Aber man muss es berücksichtigen, sonst funktioniert es nicht. Entschuldigung. Das nächste Thema, ungesättigte Fettsäuren, hat auch noch mit dem Essen zu tun. Ja? Wir haben Omega-6-Fettsäuren in unserer Nahrung, Omega-3, und beide brauchen wir, weil die die Entzündungen und die Heilung steuern. Das Problem ist nur, wir futtern immer mehr von diesen hier, weil das die billigen Pflanzenöle sind, die die Industrie herstellen kann, und die Omega-3-Fettsäuren haben wir immer weniger. Beide brauchen wir, nur wenn das Gleichgewicht schief ist, haben wir eine Fehlsteuerung als Resultante. Ja? Und das kommt dann raus. Stille Entzündungen, Diabetes, Krebs, alle diese Krankheiten sind mit durch die Fehlsteuerung mit diesen Fetten bedingt. Ja? Und auch hier wieder, wenn man sich das anschaut, wenn man also zu viel Omega-6 haben, ist das nicht gut. Die alte Seniorenschaft, die hat einen Faktor von 1 zu 10. Wir sollten etwa 1 zu 1, 1 zu 2 haben. Also wir sind auch schon nicht gut drauf. Aber schauen Sie mal unsere Kinder, unsere Jugendlichen bis zum 25. Lebensjahr, die haben 25 mal so viel Omega-6 als Omega-3. Warum? Weil die Kundschaft bei McDonald's sind. Und da werden diese miesen Öle verwendet. Ja? Das ist unser Problem. Man isst etwas, was ja gar nicht schlecht schmeckt, bekommt dann aber etwas, was uns gar nicht gut tut. Also auch hier Sabotage an dem ursprünglich perfekt funktionierenden System Mensch. Und auch hier Omega-3, neuesten Publikationen, Juli 2016, ein paar Monate her, epigenetische Regulation Omega-3-Fettsäuren bei Entzündung und Krebs, epigenetische mütterliche Omega-3-Fettsäuren auf die kognitive Verfassung, das ist die Birne der Kleinkinder. Das heißt, je nachdem, wie die Mutter das Kind mit diesen Omega-3-Fettsäuren versorgt, ist die Intelligenz des Kindes höher oder geringer. Das Kind braucht diese Fettsäuren nicht nur für die Steuerung, sondern auch für sein Gehirn. Sodass man zusammenfassend sagen kann, epigenetische Eigenschaften während des gesamten Lebenslaufs. Das ist unser Körper und alles das sind Einflüsse von der Umwelt her, von den Zigaretten her, von diesem Mikrobiom, dem Darm her, aber eben auch von den sozialen Interaktionen. Alles das wirkt über die Epigenetik auf unsere uralten Gene immer wieder neu. Und wenn dieses System gut funktioniert, funktioniert der Körper gut, funktioniert es schlecht, dann haben wir große Probleme und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wir chronisch krank werden. Ja? Hippokrates hat damals gesagt, lasst eure Nahrung eure Medizin und eure Medizin eure Nahrung sein. 2000 Jahre her und die haben damals recht gehabt. Ja, wir wissen heute, wenn wir uns richtig ernähren, hat die chronische Krankheit schlechte Karten. Ernähren wir uns schlecht, hat die chronische Krankheit gute Karten. Gute Karten.